Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis. Angehörwissen heute am 9. Januar. Ja, heute am 9. Januar haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind, das der Daniel gerne vortragen möchte. Richard Nixon, 1913 geboren, ah, Richard am 9. Nixon. Januar. Presi, Watergate-Affäre, zack, tschüss. Ja, so ist er halt. Aber ist er nicht auch in den, der ist doch ins Amt gekommen, weil einer zurückgetreten ist, oder? Ja. Nee, Quatsch. Doch, er ist ins Amt gekommen, weil er war zunächst mal Vizepräsident unter Dwight D. Eisenhower, also Dewey. Und im Zuge der Watergate-Affäre ist er der einzige Präsident von Amerika, der zurücktreten musste. Der zurücktreten musste, aber ist nicht der Nixon, ist er gewählt worden? Ja, ne? Oder? Er ist gewählt worden. Ja, ach so, andersrum. Er war derjenige, der zurücktreten musste. So. Ja, ich hatte ein bisschen gerade in meinem Gehirn. Macht ja auch nichts. Ja. Aber ich war deswegen so, weil ich natürlich den nächsten Fakt hier auf dem Bildschirm habe. Und der ist am 9. Januar 1998. Kam ein Film in die Kinos. Ach du liebe Gott, jetzt bin ich gespannt. Ich habe zwei Filme bisher im Kino gesehen, die unterbrochen worden sind durch eine Pause. Das war einmal... Ben-Hur? Das war einmal, gar nicht so lange her, I Feel Pretty. Da war ich in Holland im Kino. Ach, da dauert, mein Gott. Voller Rotz. Ja, da war ich in Holland im Kino und der Film dauert gar nicht so lange. Und mittendrin machen sie einen Break, da kann man Getränke holen. Da geht aber auch, das war in Maastricht, da geht aber auch komplett, der komplette Laden geht geschlossen im Prinzip an die Theke. Ich natürlich, clever wie ich bin, wie das Ding Pause gemacht hat, direkt aufgesprungen und piu, als erster dahin. Ne? Ja, dann war ich natürlich gleich wieder zurück, ist klar. Hab meine Toni Schokoloni, so heißen diese Schokolade da, und mein Bierchen geholt. Mhm. Und der Rest vom Laden, das hat eine Viertelstunde gedauert, bis die wieder kamen. Katastrophe. Egal. Ich bin wieder abgedriftet. Was ich erzählen wollte, war eigentlich, und der zweite Film, bei dem ich eine Pause erlebt habe, das war in Deutschland, war Titanic. Okay. Titanic. Und der kam am 9. Januar 1998 kam der in die Kinos. Ich hatte mir die ganze Zeit schon überlegt, worauf will er denn jetzt hinaus? Ja, auf die Pause. Okay. Ja, genau. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, bei dem Film ist es ja so, man guckt sich an und weiß das Ende ja im Prinzip schon. Ne? Ja. Spannend ist ja nur, wie es dazu gekommen ist. Mit dem Orchester, das halt spielt bis zu Ende. Ja. Und ob dann der Jack wirklich stirbt. Jack! Jack! Am Ende, ne? Ach, du meinst Kate, ja. Kate. Ja, die Kate ruft ihn doch. Kate. Hilfe! Jack! Totaler Scheiß, ehrlich. Und dann, das Geilste finde ich an dem Film, da ist ja die Tür, wo die Kate Winslet drauf liegt, ne? Mhm. Und sie liegt drauf und der Jack kommt nicht hoch. Und er versucht's zweimal und sagt dann, oh nee, da muss ich sterben. Ja. Zweimal versucht er's. Und dann so, ah, nee, Mist. Und dann bleibt er die ganze Zeit da so und dann erfriert er und dann gleitet er halt ins Wasser zurück. Das ist bescheuert im ganzen Film, ganz ehrlich. Man versucht, Ritterlichkeit darzustellen. Zweimal? Also du kannst es auch wenigstens dreimal probieren. Okay. Dann wäre es besser gewesen. Ja, dann sagt er so, okay, ich habe es dreimal probiert, alles klar. Aber so muss er sagen, scheiße, ich habe es nur zweimal probiert. Ja. Ist ja wurscht. Egal, Fakt des Tages. Fakt des Tages. Kängurus können nicht rückwärts laufen. Das ist beim Sascha, der kann nicht vorwärts laufen. Kängurus können nicht rückwärts laufen. Ja. Das liegt am dicken Schwanz bestimmt. Bei den Kängurus, also bei den Kängurus sowohl als auch. Ja, nee. Hey. So war das nicht gemeint. Was glaubst du? Also. Ach, das müssen wir begießen, ist doch klar. Ja, nee. Ja, Kängurus können nicht rückwärts laufen, weil Australien ja ganz unten ist. Ah ja, und deswegen. Das kann sein. Es ist wegen der, weil es alles so ein bisschen uneben ist und so ein bisschen, weißt du, wenn die oben wären, also ich würde mal sagen, im Frankfurter Zoo können die Kängurus auch rückwärts laufen. Aber in der Heimat, da können sie nicht, weil es ja unten ist. Das ist ja ähnlich sinnvoll wie, warum frisst ein Eisbär keine Pinguine? Naja, weil er ist halt... Ja, nee. Das ist wirklich sinnvoll. Ja, ja. Jetzt kommst du mit einem ähnlich Sinnvollen, was wirklich sinnvoll ist. Daniel. Findest du? Ja, finde ich. Das weiß jeder. Ja, eben. Ja. Ja, genauso ist es mit mir. Wir sehen uns morgen wieder am 10. Januar. Sascha. Cheerio, Miss Sophie. Sascha, lauf nicht rückwärts. Ich versuch's.